Hi ho und willkommen zu einer kurzen Update-Folge für die Additional Apparent Dinos. Ja, die gab es mal wieder ein nettes Update. Das heißt natürlich, es gab mal wieder so 4-5 neue Tierchen für Operation. So, fangen wir erstmal bei den Änderungen an. Das haben wir hier ein bisschen zusammengezogen. Und zwar, ihr seht hier, unser lieber Bigfoot, den gibt es, der steht hier zwar noch, wahrscheinlich weil er in der Mod noch drin ist. Aber er wird nicht mehr spawnen. Denn mit dem Patch, was hoffentlich ja, heute, vielleicht auch übermorgen, heute, morgen oder so kommen soll, schauen wir mal, kommt ja der Bigfoot standardmäßig von Studio Wildcard auch auf Aberration-Karte. Von daher braucht man natürlich den Mod-Dino nicht mehr. Wir hatten wahrscheinlich nur deaktiviert, weil hier steht er jetzt bei mir noch rum. Wahrscheinlich auch für die Leute, die schon so ein Vieh haben, dass sie nicht sofort weg sind. So, dann welcher Dino auch welches Tierchen im nächsten Patch auch mit rein auf Operation kommt, ist nämlich der Dirbär. Den hätte es eigentlich mit diesem Update auch geben sollen. Aber ja, da es natürlich auf Operation so und so schon kommt von Studio Valkan selbst, ja, damit hat sich der Modder das natürlich gespart. So, jetzt kommen wir zu den neuen Tierchen, die jetzt dazugekommen sind. So sind es natürlich nur Viere. So, da haben wir als erstes mal ein kleines Miezekätzchen, unseren Sabertooth. So. Hat hinten quasi die Fellmarkierung, die man sonst kennt. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich, ist jetzt halt wieder mal irgendwie ein gleich grünliches Tier. Hier leuchten so ein bisschen die Spitzen, wahrscheinlich weil das über den Markierungen ist. Boah, dezent. Die leuchtenden Härchen finde ich jetzt nicht ganz so. Hätte man vielleicht noch irgendwas anderes noch machen können. Aber, naja. Katzen mag ich und so nicht so, von daher ist das vielleicht auch nicht so schlimm. So, dann natürlich ein Tierchen, was bei uns auf dem Server definitiv deaktiviert ist. Der Petranodon. Ja, hier sieht man wieder, Flugtiere sind immer sehr gut hier in der Mod. Für die Rückenzeichnung, Knochen. Die sind natürlich wieder mit viel Mühe gemacht, muss ich sagen. Die sehen auch echt klasse aus. Gefällt mir. Aber wie gesagt, Aberration gibt keine Flugdinos. So, dann natürlich zu einem Tierchen, wo ich mich schon sehr drauf gefreut habe, der Allosaurus. Ich mag die einfach massiv, die Allos. Wobei ich sagen muss, ich hatte mir ein bisschen mehr Leuchtekraft erhofft. Ach, es wird schon wieder dunkel. Nicht dunkel. Hell. So. Machen wir ein bisschen dunkler. Ja, was man hier sieht, halt die Schuppen. Sind hier die Leuchtezone. Halt ein kleines bisschen kräftiger, hätte ich mir gewünscht. Kann vielleicht jetzt auch an der Farbe liegen. Dann wieder ein grüner Allosaurus. Ah, da freue ich mich schon drauf. Wow. Die wäre natürlich recht lustig zu zähmen. Also. Ich habe jetzt noch keine Information dazu gefunden, was wo wie ist. Das macht hier der Modder, schreibt es normalerweise immer ins Forum bei sich. Aber diesmal ist er noch nicht, wohl noch nicht dazu gekommen. Auch die Spawnbefehle und sowas sind alle noch nicht da. Ich habe mir jetzt halt alles über den ACM rangecheatet. Wobei auch da war wieder nicht alles mit dabei. Ach doch, jetzt steht, jetzt mittlerweile steht was drinne, sehr schön. Der Sabertooth. Spawn. Okay, der Sabertooth teilt sich seine Spawnpunkte mit dem des Raptors mit 2%. Jo, gut, 2% auf einen Raptor. Gut, Raptor sind jetzt nicht unbedingt die seltensten Tiere, aber allzu häufig wird der Sabertooth wohl nicht vorkommen. So, der Petri spawnt
Hier im Grünen, aber selten. Und mein lieber Allosaurus, der spawnt natürlich wieder richtig toll. Der spawnt natürlich nur unten im Roten. Ja, ist doof. Das heißt, da wird es natürlich lustig, den zu zähmen da unten, vor allem im Dreierrudel, ohne Flugtiere. Puh. Ja. Lustig, tralalala. So, und dann zu dem letzten Dino, der jetzt mit reingekommen ist, der Pachyrhinosaurus. Ich hätte es auch mal hier das ausblenden können. Und da muss ich sagen, der sieht echt lustig aus. Hier mit dem Hornschild. Schnabel, die Hörner. Also, wo ja die Augen. Augen sind sehr schwer zu erkennen, wenn man nicht weiß, wo sie ist. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Clown, muss ich sagen. Ah, da habe ich auch gleich mal einen Zampen. Also, ich finde, der fetzt echt, der Pachyrhino. Rest des Körpers ist dann relativ wenig erleuchtet. Hier der ein oder andere Stachel, wie es aussieht. Aber ansonsten relativ unscheinbar. Aber halt, ja gut, das ist ein Horn, ist ja so. Sein Schild sagt. Horn sagt schon, sein Schild ist ja eigentlich quasi immer so für Imponieren gehabt. Von daher passt es ja auch ganz gut, dass gerade die Leuchtzonen eben genau da platziert sind. Oh. So, das sollte es aber schon auch mal gewesen sein. Fürs Patch. Mal gucken. Ah ja. Oh ja, kann ich auch gleich noch einen Ausblick geben auf das nächste Patch. Jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Und zwar als nächstes kommt, das wird natürlich auch interessant, wie da die Spawns sein werden, mal ein Aberrant Rex. Ja, den werden wir wahrscheinlich auch nicht aktivieren, vermute ich mal. Weil der irgendwie doch nicht so ganz dazu hier so passt. Also ich finde, das Minus passt irgendwie, der passt einfach hier so, davon da lassen wir die Rechse lieber mal weg. Meganterium kommt, also das Riesenfaultier. Der könnte ich, denke ich mal, ganz gut hier unten reinpassen. Weil eben halt, ist ja eigentlich auch so ein bisschen Höhlenbewohner laut dem Dossier, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege. Von daher passt der gar nicht mal schlecht. Ja, und jetzt kommen drei Tiere noch von SE. Der Chiboa. Ja, ganz niedlich, aber absolut sinnlos, das Tierchen, weil was soll es denn hier warnen? Es gibt hier keine Kälte, keine Hitze, keinen Sandsturm, kein Gewitter. Hier gibt es nur Erdbeben. Und wenn das hier vom Erdbeben warnt, dann ist es hier die ganze Zeit nur am Quietschen. Von daher, ja. Muss wahrscheinlich auch nicht sein. Der Rock Golem, der, ja gut, ich vermute mal, der wird wahrscheinlich unten in der Element-Gegend rumgeistern. Wenn dann, könnte er vielleicht sogar noch einigermaßen reinpassen. Aber ehrlich gesagt, muss auch nicht. Das Vieh ist immer so nervig. Und ein sehr kritischer Spawn, der Wyvern. Das ist natürlich eine gute Frage, wie der das mit den Wimmern dann wohl macht, weil ich sag mal so, die Wimmern ausschalten ist ja so die eine Sache. Ob dann aber auch die Nester mit abgeschaltet sind und vor allem, wo die Nester wären. Unten in der Drachenschlucht, da wo da sich die Spawns mit den Rockdrakes teilen, weiß ja nicht so richtig, ob das da so gut passt da unten, ob die sich vertragen. Ansonsten halt oben auf der Oberfläche wäre auch blöde. Also, wo er den einpacken will, bin ich mal echt gespannt. Aber ist halt ein Flugtier. Könnte aber sehr relativ interessant aussehen, denke ich mal. Also, der Rex könnte lustig werden. Das Binus ist ja auch recht gut gemacht mit seinen Leuchtezonen. Und der Rex wird ganz lustig. Das Megatherium, nehme ich mal an, wird so wie die bisherigen Plüschtierchen hier, so wie der Affe oder so, denke ich mal, recht langweilig werden. Da hoffe ich mir jetzt nicht viel draus. Wyvern, denke ich mal, könnte sehr interessant werden. Orgolem wahrscheinlich auch eher weniger. Und Chiboa, wow, gut, schauen wir mal. Jo, mit diesem kleinen Ausblick soll es das mal gewesen sein. Mit etwas Glück kann ich morgen, ist dann morgen die nächste Update-Folge. Und zwar, da zeige ich euch dann das neue Badge.
die DLC Phase 1. Aber ja. Hoffen wir mal. Vielleicht kommt es auch erst am Montag, die DLC-Phase. Dann kommt das Patch erst am Dienstag. Dann kommt die Update-Folge wahrscheinlich erst am Dienstag. In diesem Sinne, bis dann.